Es war ein ereignisreicher Tag für uns. Ja. Ich ärgere mich auch gar nicht über den Wiederleiter. Ärgerst du dich nicht? Ja. Ja, ist doch gut. Das muss doch nicht immer alles sein. Muss doch immer nicht alles an einem Tag sein. Warum geht denn jetzt die Kamera an? Ja, nicht angehen. Ich vererbe alles Zu guten Zweck. Löscht meinen Browserverlauf. Fahr locker einen vor. Ach, das ist nett von dir. Okay. Dann fahr ich locker hinter dir her. Hinterher springen, okay. Und danach wird ein riesen Aufschrei kommen. Sowieso. Der Micha quietscht immer. Ich quietsch immer. Der quietscht immer. Einmal habe ich es ja schon gesprungen, aber die war auch nicht so besonders sauber. Dran vorbei, komm, dann fahren wir sauber mit moderatem Tempo. Komm. Moderates Tempo, wir schauen. Jeppa! Und drüber? Ja, war ein bisschen zu langsam. Ja, ich habe ja gesagt, moderates Tempo. Was drüber, Andi? Hätte schneller sein können. Wiki! So, Wiederholung Hühnerleiter. Diesmal hinterm Andi. Ah, geil! Ah, schon viel besser, ey. Aber immer noch. Nee, ich bin irgendwie schon wieder mit der Hose am Reifen gewesen. Ja, dann streckst du deinen Arsch aber zu weit raus. Dann drückst du das Bike zu weit nach vorne. Boah, ey. Schön, Diggi. Komm, lass mich nie hängen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschwindigkeit. Ja, ja. Boah, ist das sandig, ey. Scheiße! Boah! War das ein Nosedive, ey! Voll weggerutscht! Vorderrad, ne? Ja. Boah! Herz, Kasper, ey! Ja, vielen Dank, Jungs! Das Video hat mir geholfen. Ich bin gerade über das Kantapult rausgekommen. Ja? Ja, cool! Ich schrei ähnlich wie du. So ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause, wenn der Typ unten, in New York, wo der Typ den Wasserhahn aufdreht. Ja, schön. Schwitzikowski, ey. So, Andi kriegt jetzt auch mal einen Außenschuss hier von seinem Sprung. So, mal jetzt zeigen. Ja, da ist der Kicker. Das Katapult. Und das katapultiert dich dann da hinten hin. Hui! Das war wohl ein Case. Immer leichter, weil das ja wie so ein Stepdown ist. Ja, ja, du musst halt, das kickt. Also die Höhe musst die Entfernung nicht machen, weil das Ding höher hat. Ja. Also da ja. Wir labern es kaputt. Alter Schwede. Ja, gut. Nicht kaputt, den Moment. Versuchen wir es. Ja, der schöne Moment. Den schönen Moment. So. Erster Versuch, Road Gap. Ich bin gespannt. Alter! Ich war zu langsam. Bist du auch oben drauf gelandet? Noch.
rein. So, da sind wir wieder, Andi. Nächster Endgegner. Aber nicht heute, heute ist noch gucken, hoffe ich. Schauen wir mal, der Andi rollt jetzt mal den Drop hier an. Und? Was sagt das Feeling? Eigentlich gut. Ja? Das ist eine ganz normal easy Nummer. Probiert. Du kannst es eigentlich nicht richtig casen. Aber Andi, tu dir den Gefallen. Mach es schneller als jetzt. Ja, natürlich. Komm, Andi, lass auf. Schön. Aber noch viel zu kurz. So, jetzt kommt der kleine Drop zum Buschgap. Mal anrollen. Mal gucken, wie der sich anfühlt. Ich glaube halt, wenn du hier landest, Andi, dann ist das softer. Dann ist das softer, aber ich glaube trotzdem, dass das kommt viel rein. Die Anfahrt ist fies, finde ich. Die Anfahrt ist fies, aber das ist eigentlich ganz viel mehr. Also ich habe das Gefühl, wir landen ungefähr hier, ne? Ja, glaube ich auch. Da wäre besser. Die Kacke ist, dass das da wieder so sandig ist. Und du ja eigentlich einmal korrigieren musst, ne? Ja, du musst ein bisschen Kurve fahren, ne? Ja. Aber Michael, das nächste Mal wird sie mich auch überziehen. Ich glaube auch. Weil der ist, wenn du den von hier, wenn du den siehst, ich finde, der ist total easy anzufahren. Der macht mir in keiner Weise Angst. Der ist halt weit, ne? Ja, gut. Ist der weiteste hier. Ja? Würde ich sagen. Nein. Ich glaube, der Katapult ist genau. Ne. Ich würde sagen, der ist 1,5 Meter länger. Ehrlich? Aber. Der ist, die Landung ist tiefer. Ja, und du hast keinen, das ist ja kein Absprung. Ist ja wie ein, ist ja gerade Fläche. Ja, das kickt dich nicht raus. Das kickt dich nicht und ich denke, die Landung ist locker 1,5 Meter tiefer. Mhm. Das heißt, allein mit der Flugkurve ja. Kommst du da ganz sollte das eigentlich ganz easy sein. Also Andi, Verabredung. Auf jeden Fall. Nächstes Mal Buschgap. Du filmst den Scheiß schon. Ja klar, Andi. Das ist ein Commitment, was ich jetzt hier eingeholt habe. Das ist ein Fake, das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin auch gar nicht hier. Nächstes Mal hier und es ist einer da, der uns zieht. Und da gehe ich von aus. Buschgap. Komm hier, Flattermann. Bum, 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 bum. Pommes. Keine Forelle, Ahnung. Forelle. Ey, ich bin echt kein Single-Trail-Fahrer, ne? Ich komme mir echt vor wie der erste Mensch. Ich kann das auch einfach nicht. Ich bin da nicht gut drin, Andi. In diesen engen, schmalen Dingern und mit Anliegern und so. Das ist nicht meins. Ach, da sind wir wieder. Immer wieder so am Auto sein? Ich finde ja den Auto eigentlich immer so doof. Warum? Ich sitze da immer und gucke irgendwie so doof und fahre. Ah, nee, du guckst immer doof. Ja, aber da gucke ich besonders doof. So, ihr lieben verrückten Hasen, wir waren wieder auf der Hoppe. Wir haben Gelerntes verfestigt, sagen wir. Ne? Heißt, kann man sagen. Gut, Andi hat die Hühnerleiter gemacht. Wir haben den kleinen Step-Down oder Drop oder was das ist zum Buschgap gemacht. Buschgap ist beim nächsten Mal fällig. Da sind wir ganz guter Dinge. Ja. Wir haben auch schon und ganz viele nette Leute heute getroffen. Okay. Danke nochmal raus an alle. Finde ich super, dass da auch echt Leute sind, die unsere Videos gucken. Ja, finde ich geil. Also Andi ist da überfordert mit. Ich finde das geil. Also Grüße gehen an euch raus. War schön, euch da alle mal kennengelernt zu haben. Und wir sehen uns wieder auf der Hoppe beim nächsten Mal. Macht das gut. Ciao. Ciao. Hau du mal drauf. Ach so. Mein größtes Problem habe ich immer noch mit kleinen Anliegern, ey.
Das ist meine Nemesis. Mein Kryptonit. Ah.